liebe bayerische Landsleute, hinter uns liegt ein Jahr voller Revolutionen, ob in Tunesien, Ägypten und Libyen, möglicherweise auch noch bei uns in Bayern. Wir kommen jetzt zur Verleihung der Abiturzeugnisse. Halt! Querin, ich bin ja nach all den Jahren einiges von Ihnen gewöhnt. Wenn wir was verändern wollen, dann kommen wir halt jetzt einen Sonntagsanzug dazu, Ozean. Und wie läuft's mit der Weltrevolution? Ihr zwei werdet als erstes enteignet. Du glaubst, kubanische Revolutionäre stinken mir auf den Arsch nach Weihrauch. Jetzt war's jetzt einfach schon wieder so vulgär. Es kommt eher, wenn man den ganzen Tag ganz Fleisch in sich einstopft. Wer Basilikum Pesto frisst, der braucht mir nichts über Ernährung verzählen. Lasst es euch doch nicht zu den Agenten von dem System machen! Ich kann nicht wegen jedem Mist, der mir nicht passt, eine Revolution anzetteln. Ja, und warum dann nicht? Fidel Castros letzte Auslandsreise. Lasst uns das Auto nehmen und nach Moskau fahren. Der Vater bringt mich um. Der Vater bringt in erster Linie Viecher um. Und das jeden Montag. We're from Bavaria and we're on a journey to Moscow. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ich nehme meinen Vater auf. Wurscht, das ist gehört Regel. Du wolltest ihm doch nur sagen, dass mit dem Auto alles passt. Man kann sich seine Heimat nicht aussuchen. Und wenn du glaubst, dass Heimat da ist, wo du dich immer gerade wohlfühlst, dann bleibst du ein ewiger Tourist. Pass auf, du Idiot! Wir hatten seit 1866 keinen Krieg mehr mit Sachsen. Aber jeden Moment kann er ausbrechen.